Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video befassen wir uns mit dem Aktionspotenzial. Was ist das überhaupt, das Aktionspotenzial? Wenn unseren Körper ein Reiz trifft, dann wird dieser Reiz über die Nervenzellen weitergeleitet. Dies geschieht mittels Aktionspotenziale. Wie genau sieht so ein Aktionspotenzial aus und was läuft auf der molekularen und auf der elektrischen Ebene dabei ab? Das wollen wir uns in diesem Video anschauen. Dafür habe ich dir einmal diese Grafik mitgebracht. Diese befasst sich mit dem Membranpotenzial, also mit der elektrischen Seite quasi des Aktionspotenzials. Gleichzeitig möchte ich dir aber auch erläutern, was auf der molekularen Ebene passiert, damit du das einordnen und verstehen kannst. Unsere Nervenzelle hat ein gewisses Membranpotenzial, das heißt eine elektrische Spannung, die vorliegt. Diese ist im Ausgangszustand, das nennt man auch Ruhepotenzial, bei minus 70 mV. Sollte jetzt ein Reiz die Nervenzelle treffen, kann ein sogenannter Schwellenwert überschritten werden. Passiert das, dann wird das Aktionspotenzial ausgelöst. Sollte dieser Reiz nicht stark genug sein, um diesen Schwellenwert zu überschreiten, dann passiert nichts. Der Reiz veräppt an der Stelle und wird nicht weitergeleitet. Haben wir jetzt aber den Fall, dass dieser Schwellenwert überschritten wird, passiert Folgendes. Unsere Membran hat Durchgangsmöglichkeiten. Das heißt, wir haben Kanäle für Natrium und Kanäle für Kalium. Diese beiden Stoffe sind für das Aktionspotenzial wichtig. Denn durch das Überschreiten dieser Schwelle werden die Natriumkanäle, die spannungsgesteuert sind, geöffnet. Was bedeutet das? Natrium befindet sich zu einer großen Konzentration außerhalb der Zelle, kann dadurch, dass die Natriumkanäle jetzt geöffnet sind, in die Zelle hineindiffundieren. Und das merkt man dann auch am Membranpotenzial. Natrium ist als Ion positiv geladen. Und dadurch, dass es jetzt in diese Zelle einströmt, in einer sehr großen Konzentration, steigt unser Membranpotenzial immer weiter an. Vom negativen Wert bis über die Null, bis in sogar den positiven Bereich. Das heißt, die Spannung ändert sich von unserem Membran. Das nennt man Depolarisation. Jetzt haben wir den Zustand, dass sehr, sehr viel Natrium in die Zelle diffundiert ist. Und an diesem Punkt schließen sich die Natriumkanäle. Wir befinden uns ungefähr hier in unserem zeitlichen Ablauf. Nun öffnen sich die Kaliumkanäle als nächstes. Kalium ist auch positiv geladen und diffundiert nun vom intrazellulären Raum nach draußen. Warum passiert das? Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen haben wir jetzt außerhalb der Zelle einen negativ geladenen Raum. Da Kalium auch positiv geladen ist, wird es von der elektrischen, ja, von dem Magnetismus quasi angezogen. Denn positiv geladenes zieht sich automatisch zu negativ geladenem. Des Weiteren gibt es aber noch die Diffusion. Wir haben eine sehr große Konzentration von Kalium in der Zelle und wenig Kalium außerhalb der Zelle. Und über die Diffusion soll ja ein Konzentrationsausgleich geschehen. Deswegen diffundiert Kalium nach draußen. Da wir dadurch an positiver Ladung in der Zelle verlieren, sinkt unser Membranpotenzial wieder ab. Das nennt man Repolarisation. Dies geschieht bis zu unserem Wert, dass wir wieder beim Ruhepotenzial angekommen sind. Dort stoppt es aber nicht. Und es kommt zur Hyperpolarisation. Das liegt daran, dass die Kaliumkanäle immer noch ein bisschen länger geöffnet sind und deswegen weiterhin Kalium ausströmen kann. Die Natrium-Kaliumpumpe, die sich auch in der Membran befindet, sorgt aber dafür, dass Kalium wieder in die Zelle geholt und Natrium aus der Zelle entfernt wird. Und dadurch gleicht sich dann langsam unser Membranpotenzial wieder dem Ruhepotenzial an. Und der Konzentrationsausgleich bzw. die Rückführung zur Ausgangssituation wird eingeleitet, dass wir nachher wieder genauso viel Kalium innen und Natrium außerhalb der Zelle haben wie vor dem Aktionspotenzial. So, auf diese Art und Weise, einmal das Elektrische und einmal auf der molekularen Ebene, ist maßgeblich dafür, dass ein Aktionspotenzial durchgeführt werden kann und dadurch werden eben die Reize an der Nervenzelle weitergegeben, sodass sie schlussendlich im Gehirn landen können. So, nun weißt du, wie ein Aktionspotenzial funktioniert. Schau dir unsere Übungsaufgaben an und beim weiteren Lernen wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg und sag auf Wiedersehen.